Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen zurück zu Pikmin 3, zu Tag 7. Möglicherweise war ich gestern Abend etwas zu hart zu Louis, wegen seines extensiven Appetits. Als Pilot und sein Mentor war es falsch, mich von so meinen Gefühlen hinreißen zu lassen. Natürlich ist er nicht frei von Schuld, aber es ist schlicht meine Pflicht, ihn zu finden, nachdem er weggelaufen ist. Und wenn das erledigt ist, muss ich wegen meines heißblütigen Temperaments etwas in mich gehen. Puh. Okay, wir müssen Louis finden. Ja, wir müssen ihn finden. Wahrscheinlich haben wir jetzt auch nur Orima zur Verfügung. Ach nee, da ist er. Das würde schief gehen. So. Habe ich hier auch irgendwas zum Abbauen? Ein kleines Viech. Das muss ich ganz still und heimlich einsammeln. Am besten ohne, dass es gefressen wird. Oh Gott. Das hätte auch locker schief gehen können. So, zack. Schnell, trag das doch. Meine Güte. Das Vieh kriege ich mit 8 nicht klein. Werde ich aber wohl müssen. Komm, dreh mir den Rücken zu. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich Schaden machen kann. Kommt! Tötet es! Sind denn echt keine extra Pigments? Ich habe nur eine Bombe zur Verfügung. Werfe ich einfach da drauf. Ja. Scheint eher so, als würde ich dafür sorgen, dass Louis Olima findet und nicht umgekehrt. Ah nee, ich muss ihm hier einen Weg öffnen. Warte mal, wir können es hier leicht machen. So. Den Rest kann ich einmal kurz da reinschicken. Jetzt können wir hier Bomben sammeln. Die beiden können auch noch da rein. Ihr sollt da alle wieder rein. Los, geht in euer Loch. So, noch mal eine Bombe. Das sind die Bomben, die ich für die Wand brauche. So, jetzt habe ich bei jedem 3 Bomben. Sammel die mal bitte auf. Danke. Wieder zurück. Wenn ich es geschickt anstelle, dann kann ich mit den Bomben vielleicht auch einen von den beiden mit umbringen. Ich habe keine großartig andere Wahl. Da rein! Komm, triff beide! Ja! So, 2 Bomben da rein. Und ich würde sagen, erstmal die hier umbringen. Nein, 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 nein! Ich habe aus Versehen die Bombe geworfen. Na gut, jetzt kann ich wenigstens abtransportieren.
So, Abtransport, Jungs. So, mit 10 müsste ich den platt kriegen. Da renne ich nicht hin. So, jetzt können sie angreifen. Ich habe keine Lust, dass sie im Wasser liegen. Der ist immer noch am Pflücken. Ihr dürft das Vieh auch abtransportieren. Ihr dürft das auch mit mehr Leuten abtransportieren. Die Bombe... Ah, die brauche ich, glaube ich, da hinten. Ja, hier hinten werden Bomben gebraucht. Ich hoffe, ich treffe beides. Ich habe keins von beiden getroffen. Weg. Zurückkommen. Abtransport. Hilf da, verdammt. Danke. So, hier ist auf jeden Fall fertig gesammelt. Die beiden Bomben kann ich mitnehmen. Erstmal 3 Bomben da reinwerfen. Auch wenn die Feuer, die roten Pigments Feuer überleben. Feuerpigments ist auch nicht verkehrt. Bomben bringen sie trotzdem um. So, jetzt habe ich hier auch eine kleine Privatarmee. Die müssten eigentlich so langsam auch schon fertig mit Graben sein. So. Das können sich ein paar gönnen. Jetzt bringe ich erstmal das um. Abtransportieren brauche ich das Tier nicht. So, werfen, was das Zeug hält. Durchgehen, werfen. Es hat keine Feder mehr. Es ist tot. Tötet es. So, es ist tot. Ihr dürft die Wand hier schrotten. Auch ihr zwei. Die Bomben hier bitte mitnehmen. Die würde ich gerne an der Wand verwenden. Eigentlich kann ich die Viecher ignorieren. Oh, ich muss von beiden Seiten aufspringen. So, mach Kravum. Und ich kann eine Bombe auch hier dann direkt verwenden. Wenn da jetzt auch Bomben drin sind, habe ich es geschafft. Mal abwarten, was die ausgraben. Ich brauche nur 2 Bomben. Eine, 2. Ich muss den ein bisschen von der Mauer weghalten. So, Bomben mitnehmen. Bomben go. Und Mission geschafft. Und es ist safe Platin. Ruhe gefunden. 3 Pigments haben wir verloren. Als ich Louis gefunden hatte, sagte er, was er getan hätte. Tät ihm leid. Trotzdem werde ich ein wachsames Auge auf ihn haben müssen. Nachdem ihn die Forscher von Copper gerettet hatten, hat er sich auch abgesetzt. Und zwar mit ihren Vorräten. Auf diesem Planeten ist man mit Partner besser dran. Nur hoffentlich finde ich genug Nahrung für ihn. Ja, der ist ja auch ein richtiger Nimmersatt.
Frucht und Vergnügen. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sich in dieser Gegend riesige Früchte befinden, also wird sich Louis vermutlich durch das Gebiet hindurchfressen. Vielleicht überstehe ich das Ganze doch noch ohne Gardinenpredigt des Präsidenten. Außerdem empfange ich schwache Signale eines Teils des Schiffs. Zeit für eine weitere Expedition. Ja. So, mit den besiegten Kreaturen können Sie die Zahl... Ja, das wissen wir. Also wir haben jetzt das Vergnügen, Früchte zu sammeln. Und natürlich, es wurde zumindest angedeutet... Ey, das könnt ihr mal eben kurz absammeln. So. Einen da lassen. Der jetzt eben kurz absammelt. Währenddessen neue Pigments natürlich erschaffen. Ihr dürft das alle absammeln. Ich sagte alle. Okay, momentan brauche ich die noch nicht aufteilen. So, erstmal das eine Viech umbringen. Warten. Warten von Abbau. Erst noch das andere umbringen. So, jetzt dürft ihr. So, das geht, dasselbe geht hier. Dürft ihr euch gönnen. Und du, hol dir das Ding. Also ich muss hier halt echt nicht aufteilen. Es geht halt nur in eine Richtung. Was ich machen kann, ist den einen da lassen, dass er halt mir ständig die Pigments abbaut. Dass, wenn ich schon zurückkomme, ihn halt direkt die Pigments abnehmen kann. So, Attacke! Wart mal, bevor ihr abtransportiert, macht erst das Ding kaputt. Das gilt für beide Dinger. So. Das wird jetzt alles abtransportiert. Warum die nicht helfen, verstehe ich nicht. So, einmal alle pflücken. Und wer auch immer es haben will, kann sich gönnen. So, wo muss ich jetzt lang? Da drüber geworfen kriege ich den wahrscheinlich nicht. Gucken wir mal auf die Karte. Irgendwie soll man da lang können. Ah, da oben. Komm mal eben kurz an Land. Ah, die bauen eine Brücke darüber. Nicht aufhalten, das hatten wir schon mal. So, ist die Brücke denn beidseitig? Nee. Ich lass mal einen hier. So. Erstmal umbringen. Das Vieh als nächstes. So, jetzt könnt ihr das umnieten. Man muss auch ein bisschen mit Grips hier rangehen. So, transportiert es ab. Los! Los, Jungs! Hallo? Hilft ihnen einem doch! Danke! Mensch! Immer diese faulen Pigments, die keinen Bock haben zu arbeiten. So, kriege ich die jetzt so rüber? So, alle darüber, dass er die nutzen kann. Und ihn dann sich jetzt wieder abbauen. Ich werde die Pigments auch alle brauchen.
Das sehe ich jetzt schon. Aber ich kann auch etwas noch vorher machen. Ich hoffe, es ist für die eine Brücke hier. Das finde ich so schön am Flügel-Pigments. Ah, jetzt kann ich wieder natürlich als Gruppe rumrennen. So, ihr kommt alle mit. Jetzt haben wir ja wieder den freien Weg. Bring das hier am besten zuerst um. Ihr dürft euch auch gönnen. Oh, die gönnen sich richtig. Es ist einfach immer wieder unglaublich, was Teamwork erreichen kann. Wenn ich nur mit meinen Kollegen so gut Teamwork leisten könnte, wie die Pigments miteinander. Wir wären unglaublich heftig. Wir wären die besten Spieler der Welt. Wenn wir so gutes Teamwork hätten wie die. Was nie passieren wird. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich als du die abbau. So. Ich lasse den jetzt trotzdem mal hier. 9 Minuten haben wir noch. Alles easy. So, 10 müssen hier das einmal hochhalten. Ich habe eh nur Flügelpigments, also kann ich die auch genauso gut direkt da drauf wieder mitnehmen. In die Richtung geht es gleich weiter. Aber erstmal gucken, was hier noch rumfliegt. Holen wir gleich. Erst will ich das umbringen. Tötet es! Du kriegst meine Pigments nicht. So, den Rest lasse ich jetzt da graben. Und ihn lasse ich dann jetzt pflücken. Vielleicht hat Oniman hier eine Aufgabe. So, die 10 können jetzt auch nochmal eben kurz hier pflücken. Oh. Das war offenbar da drin. Kommt. Wenn alle. Und nicht nur ein paar. Oh, hier ist wieder so ein Vieh. Kommt. Tod dem Viech. Es ist nur im Wasser stark. Warte mal. Mach dir erstmal die Dinger kaputt. So, jetzt dürft ihr. Okay. Die Pigments will ich auf jeden Fall alle mitnehmen, weil ich habe dann wieder eine richtige Privatarmee. So, komm. Bringt mir halt nichts, die Pigments da hinten aufzuteilen. Das Einzige, was ich hätte machen können, ist, dass ich mit dem einen eben kurz die paar Sachen nach vorne abbaue und dann direkt mit dem anderen in die Höhle reingehe. Okay, für 3 Pigments würde ich jetzt auch nicht zurückrennen. 15 sind wahrscheinlich noch irgendwo vergraben. Okay, mit 82 plus ein Motiviersaft müsste ich selbst einen Miniboss platt kriegen. Okay. Warum sollte ich da runtergehen? Immer schön schieben. Oh, ich habe offenbar auch blaue Pigments. Aber ganz ehrlich, die Flügelpigments sind immer noch wertvoller. Ja, die 6, die brauche ich jetzt nicht so dringend. So, bringt erst den um. Lock den ein bisschen hierher. Bringt den dann als nächstes um. Da vorne ist noch ein Gegner. Wenn die schnell genug angreifen, müssten die ihn eigentlich platt kriegen, bevor der aufwacht.
Ja. Da vorne ist noch so einer. Mit dem können wir dasselbe machen. Geh die mal abbauen. Ja, und was auch immer gleich als nächstes da kommt, wir können einmal den Motiviersaft dafür verwenden. Komm, wir lassen die blauen das jetzt abbauen. Holen uns die Banane. Mit wir holen uns die Banane meinte ich, dass so ein paar Leute mehr helfen. So. Da kamen ein paar blaue. Und da ist das Mega-Monster-Viech. Ihr könnt die Brücke ja bauen. Die kommen mit der Banane. Lasst die mal ganz kurz liegen. Je mehr ich von euch habe, desto besser. Weil das Vieh ist eine Ione. So. Das ist damit dann auch tot. Okay, offenbar sind die Viecher wichtiger. Ich könnte natürlich den Brückenbau ein bisschen beschleunigen, aber bei Flüge-Pigments ist das relativ unwichtig. Ich werfe Oli mal hier rüber. Dann kann er mir die nämlich gleich zurückbringen. So. Jetzt kann ich mich nämlich hier unten hinstellen. Und dann kann ich den halt einfach gleich rufen. Und jetzt fliegen die halt alle hier rüber. Dann habe ich die direkt wieder. So, die Brücke baue ich mal eben kurz fertig. So, die Frucht ist eingesammelt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das hier. Ja, und fertig ist es. Das war's. Wir können das noch ein bisschen beschleunigen, weil die Frucht, die bräuchte sonst recht lange. So. Das müsste aber auch die letzte Frucht sein. Komm, wir holen auch noch die letzten Pigments raus. Ich hätte diesen Booster machen können, bevor die auch die anderen beiden Früchte eingesammelt haben. Naja, ist ja egal. Wir haben 100 Pigments, wir haben Platin, alles ist gut. Ja, das war mal eine große Früchtesammeltour. Und eine neue Mission. Ich frage mich, wie lange das Bonusabenteuer geht. Heute haben wir viele Früchte gesammelt. Leider war kein Teil für das Schiff dabei. Anscheinend kam das Signal von einer Frucht. Ich sollte mich mit Brittany, der Botanikerin von Koppel, treffen. Vielleicht kann sie dieses Phänomen erklären. Ich würde ehrlich eigentlich gern alle drei in meiner Freunde von Koppel wiedersehen. Na, vielleicht nach diesem Auftrag. Ja. Die haben auf jeden Fall richtig Freundschaft geschlossen. Sie haben mich gerettet, das sind jetzt meine besten Freunde. Noch ein Teil ist die nächste Mission. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch mindestens 5 oder 10 Tage wahrscheinlich haben. Also dass das Abenteuer richtig lang ist von Olimar. Weil er muss ja alle Teile von seinem Schiff bergen. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, dass es hier das für heute war. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal. Tschüss und bis dann.